Ich werde kurz beten, bevor ich anfange, und fange gleich nochmal neu an. Vater unserem Himmel, im Namen Jesus Christus bitte ich jetzt zum Beistand. Sende uns deinen Heiligen Geist runter und sorg für Ruhe hier auf dem Platz. Sorg dafür, dass die Leute offene Ohren haben, offene Herzen, um das jetzt einfach aufzunehmen, sozusagen, was jetzt kommt. Dass sie einfach offen sind für Informationen über dich. Sorg auch dafür, dass alle Störquellen jetzt zum Schweigen gebracht werden. Im Namen Jesus Christus binde ich jetzt alle Kräfte, die jetzt für Unruhe sorgen, die rumkrakehlen, die rumschreien. Lieber Gott, sorg dafür, dass jetzt einfach alle Störquellen aufhören. Amen. Ihr kennt ja vielleicht, oder jeder kennt es, das war ab und zu halt in eine sogenannte Drangsal geraten, sozusagen. Also wir werden halt bedrängt durch etwas. Eventuell halt durch Sachen, die halt in dieser Welt halt passieren. Aus der Drangsal, aus der Bedrängnis entwickelt sich dann eine sogenannte Trübsal. Also auf die Bedrängung folgt halt praktisch eine trübe Verstimmung. Wir sind traurig, wir sind vielleicht verzweifelt, wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen und wie es weitergeht. Und aus der Trübsal wird eine Mühsal. Das heißt, alles ist nur noch quälend und anstrengend und nervig. Unser Leben ist dann einfach nur noch, oder unser Dasein ist dann nur noch eine Qual. Und, also wer kennt solch eine Situation? Der kann einfach mal die Hand heben. Also, wenn man da halt einmal drin ist, da wieder rauskommt, das ist extrem nervend, aufreibend, und ich kann nur von mir reden, ich habe es aus eigener Kraft nicht geschafft, aus einer persönlichen Drangsal rauszukommen. Mir hat halt der Herr geholfen, ich nenne ihn halt Jesus Christus, er ist halt mein Herr und Heiland. Er ist derjenige, an den ich mich halt wende, wenn es mir schlecht geht. Und vielleicht kennt er ja auch manche Verse aus der Bibel, und das heißt, ich bitte dich um Ruhe. Dankeschön. Und ich kann halt aus eigener Erfahrung nur sagen, wenn halt einfach eine gewisse Drangsal ist, können wir uns jederzeit an den Herrn im Gebet halt wenden, und er zieht uns halt sozusagen raus. Was die Voraussetzung ist, ist, dass wir halt einen gewissen Glauben entwickelt haben. Und ich habe ein paar Verse aus dem Markus-Evangelium halt mitgebracht. Ich nehme die jetzt einfach nur ein paar Fragmente halt raus. Und zwar ein paar Aussagen von Jesus Christus. Und im Markus-Evangelium sind drei prägnante Stellen halt drin, was halt wichtig ist sozusagen, dass uns Gott erhören kann. Und zwar, ich werde nicht ganz den Kontext halt schildern, sondern einfach nur, was da halt steht. Also ich glaube halt sozusagen, und Jesus sagt halt auch selbst, wenn man in der Bedrängnis ist und aus der halt rauskommt, dein Glaube hat dich gerettet, sagte halt damals Jesus zu jemandem, der halt in einer Bedrängnis halt war. Und wenn wir halt den Glauben haben und uns an Jesus Christus halt wenden, dann können wir halt wirklich auch aus unserer Drangsal halt einfach rausgeholt werden. Deshalb kann ich jedem nur raten, wenn er halt innerlich aufgewühlt ist, wenn er verzweifelt ist, soll er es einfach mal versuchen, einfach mal zu Hause auf die Knie zu gehen, kleines Gebet an Gott zu richten und zu gucken, was halt passiert. Wer darüber hinaus halt Gott auch noch näher kennenlernen will, ist halt herzlich eingeladen, zu uns zu kommen, vielleicht auch für sich beten zu lassen. Wir haben hier rechts halt Markus, der betet gerne für einen von euch, wenn er in einer persönlichen, misslichen Lage halt sind, oder ich halt auch. Seid einfach mutig und kommt halt ran. Darüber hinaus, wenn er halt auch eine Unterstützung für euer Leben halt sucht, eine beständige Stütze, die nicht wegbricht, dann empfehle ich euch auch, euch an Gott zu wenden und Jesus Christus in euer Leben halt einzuladen. Das kann durch ein sogenanntes Übergabegebet geschehen, und ich werde euch mal eins vorlesen, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal in eurem Herzen mitbeten. Und zwar damals habe ich halt auch ein ähnliches Übergabegebet halt durchgeführt, und es hat halt mein Leben verändert. Und ich werde es einfach mal langsam vorlesen. Ich empfehle euch zuzuhören, vielleicht mitzubeten. Ich weiß, ihr habt halt Hunger. Das Essen hilft uns halt beim Überlegen, aber was halt uns retten kann, ist halt das Wort Gottes. Und ich lese jetzt vor. Herr Jesus, im Glauben komme ich jetzt zu dir. Ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist und dass du auferstanden bist und lebst. Bisher habe ich mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt.
Bitte vergib mir all meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich will dir gehören. Komm du in mein Leben und schenke mir den Heiligen Geist. Mach mich zu einem Kind Gottes. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Führe und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich danke dir, mein Herr und mein Gott. Amen. So ein Gebet habe ich damals durchgeführt und dieses Gebet hat halt mein Leben verändert. Es hat mich halt aus meiner Drangsal rausgeholt. Ich wollte mich über viele Jahre umbringen. Und nachdem ich halt dieses Gebet durchgeführt habe, habe ich wieder Lebensfreude entwickelt. Ich habe wieder Handlungsfähigkeit gewonnen, dass ich wieder etwas machen kann, dass ich nicht mehr deaktiviert bin. Und Gott stand mir halt bei, dass ich dann einfach wieder loslaufen konnte. Und dass dann auch was Gutes wieder in mein Leben halt kommen kann. Und wenn ihr halt Lust habt, mehr über diesen Gott zu erfahren, der mir geholfen hat und der auch euch helfen kann, dann kommt nachher ran und holt euch vielleicht eine Bibel. Und hier habe ich in der Hand ein Neues Testament. Das deshalb praktisch die Anleitung für das Leben. Genau, das ist halt die Speise für unser Leben. Das schenkt uns halt Errettung. Und wenn ihr Lust habt, nehmt euch einfach eine mit. Ich gehe nachher rüber und gehe noch weitere Bibeln halt holen. Ist jemand unter euch, der Lust hat, eine mitzunehmen? Ihr könnt jetzt eine haben. Möchte jemand von euch ein neues Testament haben? Okay. Wenn ihr Lust habt, kommt nachher ran und nehmt euch einfach eine mit. Ansonsten möchte ich euch noch auf zwei Dinge aufmerksam machen. Und wir machen einmal im Monat, machen wir hier auf dem Platz Gottesdienst. Das nächste Mal ist der Gottesdienst am 2. April, am Sonntag, den 2. April. Und jeder von euch ist herzlich eingeladen. Leider habe ich gerade nicht mehr ihre Flyer halt dabei, aber vielleicht könnt ihr euch es ja merken. Sonntag, der 2. April um 14 Uhr hier auf dem Platz. Wir werden eine richtig schöne Zeit haben. Es wird einen tollen Prediger geben. Kommt vorbei, es gibt Austausch, Gemeinschaft, Essen und natürlich auch könnt dann noch mehr über Jesus Christus erfahren. Und für alle anderen, 2. April, 14 Uhr hier auf dem Platz, Gottesdienst. Das wird richtig gemütlich werden. Und für alle anderen, die halt mal Lust haben, vielleicht gemeinsam in Austausch zu kommen mit anderen, vielleicht einfach mal Fragen zu stellen in einer gemütlichen Runde, den möchte ich gerne zum Gemeinschaftsessen einladen. Das 10 Minuten nur von hier entfernt. Hier ist ein Flyer, wo alles draufsteht. Ist jemand von euch interessiert an gemeinsamem Austausch, an Essen und einfach mehr zu erfahren? Möchte jemand von euch diesen Flyer haben? Okay, so. Zack. Und ich guck gleich nochmal, ob ich noch einen weiteren Flyer habe. Tut mir leid, ich guck gleich nochmal. Ja, dann geht's auch gleich los. Ich würde nochmal hier ein kleines Abschlussgebet halt durchführen. Herr Jesus, ich danke dir einfach vielmals jetzt für die Zeit, die wir hier haben. Ich danke dir, dass du jetzt dafür gesorgt hast, dass die Sonne auch auf uns runterscheint, dass wir ein bisschen Wärme halt erfahren, weil es war schon heute ein bisschen kühler halt gewesen. Ich bitte dich einfach darum, sorg für einen tollen Austausch. Und ich bitte dich, sende uns dafür deinen Heiligen Geist halt runter, der für Frieden einfach auf diesem Platz halt sorgt, dass hier einfach ein toller Austausch halt herrscht und dass unsere Blicke und unsere Herzen auf dich gerichtet sind. Und bitte segne auch das Essen und sorg dafür, dass die Menschen einen vollen Bauch haben und dass sie dann auch mit dem vollen Bauch dann halt auch eine geistige Leistung vollbringen können, eventuell über dich halt Fragen zu stellen, über dich halt nachzudenken, über dich nachzusinnen und dich dann vielleicht zu erkennen in ihrem Leben, wo du schon wirkst, wo du sie schon siehst. Steh uns einfach bei, lieber Gott, und gelobt seist du. Amen. Danke. Ihr seid gefangen in ewiger Drangsal, Trübsal und Mühsal, denn alle Freveltaten sind eure Tugenden. Handelt nach der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19. Kehrt um und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden. Nur so wird die ewige Bedrängnis, Betrübnis und Beschwernis enden. Wir bereuen nichts, warum sollten wir umkehren? Wir sind nicht schuld, wofür sollten wir büßen? Bestelle das Fibelheft kostenlos und versandkostenfrei auf fibelzeit.de.